Herr Präsident, Herr Kollege Schilling, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einladung. Erstens, Vorstellung zweitens und drittens Ihnen allen Dank, dass Sie mir hier zuhören. Sie haben sich das letzte Mal mit dem mittelalterlichen Erbe beschäftigt, das Luther aufnimmt. Und in diesem Vortrag wird die Frage, ohne dass sie nun eigens diskutiert wird, im Zentrum stehen, wie weit Luther eigentlich in die Neuzeit vorausweist. Also dass sozusagen Luther am Fußpunkt oder die Neuzeit als Erbe Luthers. Das wird sich aber trotzdem auf Luther im Wesentlichen beziehen und diese Folgerungen werde ich dann jeweils ausziehen, denn der Titel, die Neuformulierung des christlichen Glaubens in der Reformation, in der Tat, im Zentrum der Reformation steht eine Neuformulierung des christlichen Glaubens, die sich auch darin zeigt, diese Neuformulierung, dass das Verständnis des Gegenstandes der wissenschaftlichen Theologie damals sich ändert. In das Zentrum der Theologie, in das Zentrum des Interesses der Theologen, muss man sagen, tritt der Mensch. In der Theologie geht es um die Selbsterkenntnis des Menschen. Das werde ich Ihnen in einem ersten Schritt zeigen. Aber dieser theologische Neueinsatz der Reformation stellt nicht einfach eine theologische Einsicht oder eine Neubestimmung des Gegenstandes der Theologie dar. Vielmehr impliziert dieser theologische Neueinsatz ein neues Verständnis des Menschen. Und dieses Verständnis des Menschen hat zu tun mit dem, was wir Neuzeit nennen, also die Epoche, in der und in deren Fernwirkung wir immer noch leben. Und dieses neue Verständnis des Menschen, drittens, hat Folgen für die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben organisieren und für die Rechte, die wir einander einräumen. Das ist das Dritte, was ich Ihnen versuchen werde zu zeigen. Ich gehe davon aus, dass Sie so ein bisschen Geduld für theologische Gedankengänge und Sprachspiele und auch den einen oder anderen kurzen Textabschnitt mitgebracht haben, denn ohne dies und ohne die Geduld darin ist die Reformation nicht verständlich zu machen. Aber Sie werden, so hoffe ich, sehen, die Reformation ist mehr als ein theologisches, akademisches Glasperlenspiel. Wenn ich Sie fragen würde, was eigentlich der Gegenstand der christlichen Theologie ist. Ich habe es heute Morgen auch meine Studenten gefragt, da habe ich was Ähnliches hier erzählt in der Vorlesung. Was eigentlich der Gegenstand der christlichen Theologie ist, dann würden Sie vermutlich antworten, dass dieser Gegenstand doch nur Gott sein kann. Seine Existenz, seine Eigenschaft, seine Urheberschaft für die Welt und sein Verhältnis zur Welt. Sie würden damit die Antwort geben, die in aller Selbstverständlichkeit auch die meisten vorreformatorischen Theologen geben. Gegenstand der Theologie, das Subjektum Theologiae, der Gegenstand der Theologie, ist Gott. So schreiben die meisten von ihnen in ihren theologischen Kompendien. Der Verfasser der ersten reformatorischen Dogmatik, Kompendium der Lehre des Christentums, ist Philipp Melanchthon. Kollege, Freund und Mitstreiter Martin Luthers. Der Titel dieses 1521 erstmals erschienenen Lehrbuchs lautet Loci Communes Rerum Theologicarum, Grundbegriffe der Theologie. Später ist der Titel dann Loci Theologici, theologische Sachgebiete heißt das einfach. Und in der Einleitung dieses Kompendiums der Dogmatik stellt Melanchthon die Frage, was eigentlich Gegenstand der theologischen Wissenschaft ist. Und er zählt auf, was üblicherweise in den scholastischen Kompendien der Dogmatik verhandelt wird. Und jetzt das erste Zitat. Da wird Folgendes verhandelt. Gott, der Eine, der Dreifache, also Trinitätslehre, die Schöpfung, der Mensch, die Kräfte des Menschen, die Sünde, die Frucht der Sünde, die Laster, die Strafen, das Gesetz, die Verheißung, die Erneuerung durch Christus, die Gnade, die Frucht der Gnade, Glaube, Hoffnung, Liebe, die Prädestination, die sakramentalen Zeichen, die Stände der Menschen, das heißt die Obrigkeit, die Bischöfe, dann die Verdammnis und die Glückseligkeit nach dem Gericht. Aber nun übernimmt Melanchthon diese Inhalte nicht und arbeitet sie der Reihe nach ab, sondern er fängt an zu unterscheiden. Er stellt fest, dass es unter diesen Begriffen und den entsprechenden Inhalten solche gibt, die sich dem menschlichen Verstehen entziehen und die diejenigen, die sich mit ihnen befassen, in Gefahr bringen.
Und zu diesen Inhalten, die zu hoch sind für den menschlichen Verstand, rechnet Melanchthon beispielsweise die Lehre vom Wesen Gottes, von der Trinität und von der Inkarnation. Er schreibt: Einige unter diesen Artikeln sind gänzlich unbegreiflich. Die Geheimnisse der Gottheit sollten wir lieber anbeten als wissenschaftlich untersuchen. Und daraus zieht nun Melanchthon die Folgerung, dass diese höchsten Hauptgebiete, nämlich die Lehre von Gott, die Lehre von der Einheit Gottes und seiner Dreiheit, vom Geheimnis der Schöpfung und von der Weise der Inkarnation, dass das kein Gegenstand sinnvoller Untersuchung ist und damit auch kein Gegenstand der Theologie sein kann. Er verwirft die entsprechenden Untersuchungen der vorreformatorischen Scholastik. Diese Theologen, so Melanchthon, haben sinnlose Begriffsklauberei betrieben und haben darüber das, Zitat, Evangelium und die Wohltaten Christi verdunkelt, Zitat Ende. Damit ist zunächst negativ deutlich, dass Theologie nach Melanchthon, trotz des Namens Theologie, Rede von Gott, keine Lehre von Gott ist. Vielmehr fällt die gesamte Gotteslehre, die Schöpfungslehre und übrigens auch große Teile der Lehre von Christus, der Christologie, aus dem Gegenstandsbereich der Theologie heraus. Ausdrücklich, die Gottes- und Trinitätslehre und auch eine Lehre von Christus, die Lehre von der Vereinigung der göttlichen und der menschlichen Natur in Christus, Hauptgegenstand der scholastischen Traktate, vorreformatorischen scholastischen Traktate, die sind kein Gegenstand der Theologie. Melanchthon schreibt: Daher gibt es keinen Grund, warum wir viel Mühe verwenden sollten, auf jene höchsten Untersuchungen über Gott, über die Einheit und Dreiheit Gottes, über das Geheimnis der Schöpfung, über die Art und Weise der Inkarnation. Ich frage dich, so wendet er sich an den Leser, was haben die scholastischen Theologen in all den Jahren erreicht, in denen sie sich ausschließlich mit diesen Sachgebieten befasst haben? Rhetorische Frage, nichts. Die reformatorische Dogmatik, hier am Beispiel Melanchthons, setzt also ein mit einem gigantischen Reduktionsprogramm. Die zentralen Gegenstandsgebiete der vorreformatorischen Theologie werden schlicht aus dem Lehrprogramm ausgeschieden. Die Theologie befasst sich nicht mit Gott, auch nicht mit der Trinitätslehre, auch nicht mit Christus im Sinne der klassischen Zwei-Naturen-Lehre. Damit sind, nach unserer vorgefassten Meinung über das, was Theologie ist, nämlich Rede von Gott, die Hauptinhalte des christlichen Glaubens aus der Theologie exportiert. Und man ist nun doch gespannt, was denn eigentlich übrig bleibt. Noch einmal Melanchthon. Aber es sind auch solche Inhalte der Dogmatik darunter, von denen Christus wollte, dass sie dem gesamten Volk der Christenheit genauestens bekannt sein sollen. Wer die übrigen Sachgebiete, nämlich die Kraft der Sünde, das Gesetz, die Gnade nicht kennt, von dem weiß ich nicht, wie ich ihn als Christen bezeichnen sollte. Denn daraus wird eigentlich Christus erkannt, das ist die eigentliche Lehre von Christus, aus diesen Gebieten Sünde, Gesetz und Erlösung. Denn Christus erkennen heißt, seine Wohltaten erkennen und nicht das, was jene lehren, seine Naturen, die Art und Weise der Inkarnation zu betrachten. Denn wenn du nicht weißt, zu welchem Nutzen Christus das Fleisch angenommen hat und an das Kreuz geheftet wurde, was nützte es dann, seine Lebensgeschichte zu kennen? Die Wohltaten Christi sind Gegenstand der Theologie. Das heißt, Christus insofern, als der Mensch einen Nutzen von ihm hat, als sich beim Menschen etwas durch Christus ändert. Christus so weit, wie er die Lebenswirklichkeit des Menschen verändert. Christus wird betrachtet unter dem Gesichtspunkt der heilsamen Auswirkungen seiner Person und seines Lebens für den Menschen. Diese Wirkungen werden zum Verstehenszentrum, zum Mittelpunkt der Christologie, die von diesem Zentrum her reformuliert wird. Und das heißt, dass alle christologischen Sachgebiete, die nicht Christus als den Ursprung von Wohltaten am Menschen zum Gegenstand haben, schlicht kein Gegenstand für die christliche Theologie sind. Die Lehre von Christus ist keine Lehre von Christus an sich, sondern von dem Christus für uns. Denn diese theologischen Lehrstücke drehen sich um uns, die theologischen Lehrstücke, die Melanchthon aufzählt. Genau darum stellt Melanchthon fest, dass der eigentliche Gegenstand der Theologie die Kraft der Sünde, das Gesetz, die Gnade sind. Diese Sachverhalte sind alle auf den Menschen fokussiert und ausgerichtet und es werden da Begriffe benannt,
unter denen nach reformatorischem Verständnis die menschliche Existenz vor und nach der Einwirkung Christi auf sie zur Sprache kommt. Dies ist schließlich die christliche Erkenntnis: zu wissen, was das Gesetz fordert, woher man die Kraft, das Gesetz zu erfüllen, und woher man die Gnade für die Sünde erlangen kann, wie man die wankende Seele gegen den Teufel, das Fleisch und die Welt stützt, wie man das angefochtene Gewissen tröstet. Wenn Melanchthon als Gegenstand der Theologie die Kraft der Sünde, das Gesetz, die Gnade bzw. die darauf bezogenen Wohltaten Christi bezeichnet, dann wird der gesamte Inhalt der Theologie auf die existenziell relevanten Gegenstände und auf die Beschreibung der menschlichen Existenz selbst konzentriert. Gegenstand der Theologie ist nicht Gott, auch nicht Christus als die Manifestation und die Offenbarung Gottes, Zwei-Naturen-Lehre oder so etwas, sondern Gegenstand der Theologie ist der Mensch unter der Sünde und der Mensch unter der Gnade. Nur das ist Gegenstand der Theologie nach Melanchthon in diesem Text, was existenziell, was für die Selbsterkenntnis des Menschen relevant ist. Die Fülle der theologischen Gegenstandsgebiete, die Melanchthon vorher aufgezählt hatte, wird fokussiert und reduziert. Eine Lehre ist dann Gegenstand der Theologie, wenn sie eine Funktion hat in der Beschreibung und Bewältigung der Situation des Individuums zwischen Anfechtung und Trost, zwischen Sünde und Gnade. Darin trifft sich die Bestimmung des Gegenstandes der Theologie mit der berühmten Definition Luthers, der in der Auslegung des Psalms 51 feststellte: der eigentliche Gegenstand der Theologie, schreibt Luther da, ist der Mensch, der unter der Anklage der Sünde steht, und Gott, zweitens wohlgemerkt, der rechtfertigt und den sündigen Menschen rettet. Was abgesehen von diesem Gegenstand in der Theologie erfragt und disputiert wird, ist Irrtum und Gift. Darauf zielt doch auch die Schrift im Ganzen, dass sie uns die Güte Gottes empfiehlt. Daher ist dies die wesentliche theologische Erkenntnis, dass der Mensch sich erkennt. Das heißt, dass er weiß, spürt und erfährt, dass er unter der Anklage der Sünde steht und dem Tod verfallen ist. Und zweitens, dass er das Gegenteil weiß und erkennt, dass Gott den Menschen, der so um sich weiß, sich als Sünder weiß, rechtfertigt und erlöst. Der Text ist sorgfältig zu lesen. Als Gegenstand der Theologie gibt Luther nicht etwa Gott und dann den Menschen an, so würden wir das vielleicht machen, sondern Luther bezeichnet zuerst und in erster Linie den Menschen als den eigentlichen Gegenstand der Theologie. Ich sage meinen Studenten immer, wenn ich diesen Text ihnen vorstelle: bei dieser Definition Luthers muss man an der richtigen Stelle einen Punkt machen. Gegenstand der Theologie, der eigentliche Gegenstand der Theologie ist der Mensch. Punkt. Und Gott ist nur folgeweise Gegenstand der Theologie, weil und soweit er und sein Wirken eine Relevanz hat für diesen Menschen, als Grund seiner Anfechtung durch die Sünde und als Grund seiner Erlösung. Der eigentliche Gegenstand der Theologie ist der Mensch, und zwar in einer ganz bestimmten Situation, in der Situation der Anfechtung. Und diese Reduktionsbewegung, die wir bei Melanchthon kennengelernt haben, die dieser vollzieht, die erkennen wir hier bei Luther wieder. Das ist eine anthropologische Reduktion. Es wird die bislang in der bisherigen Theologie vor Luther oder vor Melanchthon unerhörte Behauptung vertreten, dass der hauptsächliche Gegenstand der Theologie der Mensch und dass entsprechend das entscheidende Ziel der Theologie auch nicht die Gotteserkenntnis, sondern die Selbsterkenntnis des Menschen sei. Denn darum geht es, dass der Mensch sich selbst erkennt. Und genau diese Gegenstandsbestimmung finden Sie übrigens auch bei Zwingli und bei Calvin. Das ist keine Besonderheit der lutherischen Theologie. Gegenstand und Ziel der Theologie ist die Selbsterkenntnis des Menschen. So, das klingt nun so, als ob die Reformation ein Theologenstreit sei. Es geht um den Gegenstand der Theologie, der wissenschaftlichen Theologie. Und das wäre dann eine rein akademische Frage, die mit der Wirklichkeit, mit der wir uns herumschlagen, nicht viel zu tun hat. Aber dieser Eindruck kann sich nur einstellen, wenn man nicht weiter fragt. Und wir fragen jetzt weiter. Wenn der Gegenstand der Theologie der Mensch, die Selbsterkenntnis des Menschen ist, was ist dann das Ergebnis dieser Theologie? Was ist denn der Mensch? Was sind die Grundeinsichten der Reformation über den Menschen? Und mit dieser Frage wende ich mich nun an die reformatorische Grundschrift Luthers, die Freiheitsschrift.
Wie wird der Mensch fromm, recht und frei? Fragt Luther in dieser Freiheitsschrift und gibt die Antwort, dass die Seele, die da ja frei werden soll, von nichts Leiblichem so beeinflusst werden kann, dass sie fromm, gerecht und frei wird. Nur durch das Wort des Evangeliums, sagt Luther, und durch keine Äußerlichkeiten, durch etwas Leibliches, Körperliches, kann die Seele erfasst und verändert werden. Das klingt nun wie eine theologische Allzurichtigkeit. Aber an diesem Punkt, mit dieser Aussage Luthers, beginnt die Neuzeit. Dass das nicht auffällt, liegt daran, dass diese Auskunft, nur durch das Wort wird die Seele erreicht und verändert und nicht durch irgendwelche Körperlichkeiten, dass diese Auskunft für uns zugestellt ist mit gedanklichen Selbstverständlichkeiten, als ob hier natürlich vorauszusetzen wäre, dass mit dem Wort eben der Heilige Geist verbunden ist und dass dann eben durch das Wort der Heilige Geist in irgendeiner wunderbaren Weise an der Seele herummurkst und sie verändert. Aber genau das ist nicht gemeint. Um nämlich diese Abgrenzung Luthers vollkommen zu verstehen, müssen Sie sich vor Augen führen, wie die Seele nach vorreformatorischem Verständnis beeinflusst wird. Und am deutlichsten und klarsten versteht man das, wenn man sich das Institut der Kontaktreliquie vor Augen führt, was das ist. Auf das Grab eines anerkannten Heiligen werden, wenn das Grab bekannt ist, Tücher gelegt. Und diese Tücher nehmen, so die Vorstellung, die der Seele des Heiligen verliehene Gnade auf, die unter der Erde noch im verwesenden Körper des Toten ist. Also die Gnade geht sozusagen durch die Erde in diese Tücher. Diese gnadenerfüllten Tücher werden dann zerschnitten und verkauft und der Käufer hat damit eine Reliquie, eine Berührungsreliquie, einen Träger göttlicher Gnade. Diese göttliche Gnade geht dann von diesem Tuch durch seinen Körper in die Seele des Trägers ein und beeinflusst diese Seele positiv. Das ist ein extremes Beispiel, aber eben in derselben Weise funktionieren nach vorreformatorischem Verständnis die Sakramente. Sie vermitteln eine Gnadenkraft an die Seele. Die Sakramente sind Instrumente wie Röhren, durch die die durch Christus erworbene Gnade in die Seele des Glaubenden hineinfließt. Vor diesem Hintergrund steht Luthers These. Die These nämlich, dass durch leibliche Gegebenheiten die Seele nicht beeinflusst werden kann, sondern nur durch das Wort. Und Luther teilt damit gar keine nur theologische Einsicht mit, sondern das ist eine ganz durchschnittliche Lebensweisheit. Die menschliche Innerlichkeit ist nur und ausschließlich durch das Medium des Wortes beeinflussbar und nicht durch das Vermitteln von Einflüssen gegenständlicher Heiligkeit. Das ist auch lebensweltlich so. Bei Ihnen allen, wenn Sie jemand anders beeinflussen wollen und auf ihn einwirken wollen, dann versuchen Sie, ihn zu überzeugen. Dann schlagen Sie ihn nicht, sondern dann versuchen Sie, ihn zu überzeugen. Und überzeugen bedeutet also das, was jeder Lehrer und was jeder Pfarrer, Pfarrerin tut. Überzeugen ist ein Übersetzen des eigenen Willens und ein Übersetzen der eigenen Überzeugung in das Fremde, in den Fremden. Also wenn ich Ihnen hier etwas erkläre, dann versuche ich das, was ich verstanden habe und was ich glaube, kapiert zu haben, in Sie zu übersetzen. Das geht nur durch das Wort. Das geht nicht dadurch, dass ich zu Ihnen hingehe und Sie anfasse und hoffe, dass da irgendwie mein Wissen rübergleitet oder so etwas. Und dieser Prozess ist vor allem unverfügbar. Das ist ein Übersetzen. Dass mein Du sollst beim anderen ein Ich will wird oder dass die Art und Weise, wie ich die Wirklichkeit und wie ich die Reformation sehe, bei Ihnen Raum greift und Sie einsehen, was die Reformation eigentlich ist. Oder dass Sie in einem anderen Falle einsehen, dass 2 plus 2 nicht 3 ist, sondern 4. Das habe ich nicht in der Hand, dass das bei Ihnen ankommt. Und wenn es geschieht, dann geschieht es nicht durch irgendeine wunderbare Einwirkung, sondern durch das überzeugende und verändernde Wort, das ich so lange zu Ihnen rede, bis Sie es kapiert haben. Das ist nicht nur in der Theologie wahr, sondern das ist überall wahr, wo es um den Einfluss auf den Willen des anderen und um das Bilden von Überzeugungen beim anderen geht. Das geht nur durch das Wort.
Und das ist eine absolut entscheidende Einsicht, nicht nur Luthers, sondern aller Reformatoren. Und das ist die eigentliche Einsicht, die die Reformation vom Mittelalter trennt. Es ist die Einsicht, dass Religion nicht mit magischen Einflüssen auf den Seelengrund zu tun hat, sondern mit dem Verstehen eines Wortes. Religion hat mit der Bestimmung des Verstehens und des Wollens zu tun, mit dem Glauben, der durch das Wort entsteht. Und diese Einsicht, dass der menschliche Geist, dass die Seele nicht durch gegenständliche Einflüsse verändert werden kann, setzt die revolutionäre Einsicht voraus, dass die Seele oder der Geist oder was immer kein Gegenstand ist, in die die Gnade durch den Körper einwandern kann. Hier hat Hegel einfach recht. Die Reformatoren haben mit dieser Einsicht den wahren Unterschied von Materie und Geist verstanden. Anders gesagt, sie haben, jetzt gespreizt ausgedrückt, das Wesen der Subjektivität verstanden. Die Einsicht in das Wesen der Subjektivität, das heißt das Wesen dessen, was mit den Begriffen Geist und Seele gemeint ist, könnte man so zusammenfassen. Nur auf Gegenstände kann man äußerlich einwirken und sie verändern. Steine können sie mit dem Hammer verändern. Die Seele oder der Geist ist in diesem Sinne kein Gegenstand. Seele, Geist, diese Wirklichkeit ist identisch mit dem Wollen und Verstehen, ist also ein Vollzug. Oder die Seele, der Geist, ist ichhaft, nicht er wie ein Stein oder gar es wie ein Stein. Und diese Instanz des Ich nennt Luther eben Herz oder Gewissen und darum geht es in der Theologie. Das heißt aber eben, nur wenn man das Verstehen und das Wollen verändert, nicht wenn man irgendwelche gegenständlichen Einflüsse in die Seele eingießt, verändert man die Seele. Und das Verstehen und Wollen ändert man nur durch das Wort. In dieser Einsicht, dass man auf die Seele nur durch das Wort einwirken kann, ist also zugleich verstanden, dass die Seele kein Gegenstand ist, sondern ich. Und frei von jedem gegenständlichen Einfluss. Als Subjekt ist der Mensch unverlierbar frei, so wird dann die neuzeitliche Philosophie formulieren. Und hier wird tatsächlich der Impuls wirksam, der hinführt zur Aufklärung und zur Neuzeit, dass diese Freiheit des Menschen nicht als unter die Botmäßigkeit der Kirche zu stellende Verirrung, sondern als unverlierbare Auszeichnung des Menschen betrachtet wird. Aber Luther ist nun näherhin der Meinung, dass die Seele nicht einfach frei ist. Sondern er fragt ja in der Freiheitsschrift, wie wird denn die Seele fromm, gerecht und frei? Und er antwortet durch das Wort. Die Philosophen und Theologen, beispielsweise Pico della Mirandola, ein bisschen vor Luther, bis hin zu Fichte, die Luthers Einsicht in das Wesen des Geistes als keiner äußeren Einwirkung zugänglicher Freiheit teilen, die sind auch der Meinung, dass nur durch das Wort der Geist beeinflusst werden kann. Und sie ziehen daraus den Schluss, dass der Geist durch Aufklärung fromm, gerecht und frei wird. Er muss seiner selbst und seiner Bestimmung zur Freiheit ansichtig werden und so wird er ermächtigt, sich seines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, wie Kant sagt. Luther geht nun aber davon aus, dass es nicht genügt, den Menschen aufzuklären und zu überzeugen, ihm argumentativ klarzumachen, dass er qua Geist frei ist und dieser Freiheit entsprechen muss in seinem Leben und Verhalten. Das ist eben genau darum nicht möglich, den Menschen durch Aufklärung frei zu machen, weil der Mensch unbeschadet seiner Freiheit, unbeschadet der mit seiner Seele verbundenen Freiheit, unfrei ist in diesem innersten Prinzip, in diesem Prinzip der Innerlichkeit selbst, dem, was wir Seele nennen. Frei und unfrei zugleich ist das. Diese Überzeugung, dass der Mensch im freien Prinzip seiner Innerlichkeit und Freiheit unfrei ist, das ist die anthropologische Grundeinsicht der reformatorischen Theologie Luthers und auch der meisten anderen Reformatoren. Die Seele ist also auf der einen Seite in der beschriebenen Weise ichhaft und frei von jeder gegenständlichen Beeinflussung. Und diese These verbindet sich nun mit einer weiteren und uns auf den ersten Blick sehr fremden Pointe. Die Seele ist eben nicht nur frei von gegenständlicher Beeinflussung, nur durch das Wort erreichbar, sondern sie kann auch sich selbst nicht verändern. Sie hat unbeschadet ihrer Freiheit sich selbst nicht in der Hand. Also einerseits ist sie frei im Sinne von ungezwungen, sie ist frei in dem Sinne, dass sie durch gegenständliche Einwirkung nicht erreichbar ist, aber sie ist gerade darin unverfügbar für sich selbst. Und auch diese Auskunft
dass der Mensch frei und unfrei zugleich ist, ist zugestellt mit den Blödsinnigkeiten der durchschnittlichen protestantischen Theologie. Denn es ist ja einfach Unsinn jetzt mal auf den ersten Blick. Wir sind doch nicht unfreie Wesen, sondern wir machen die Erfahrung der Freiheit. Wir tun dies und lassen das. Und wenn man das jetzt einwendet gegen diese reformatorische Position, nö, wir sind doch frei, dann kann man bei vielen Theologen lesen, dass man eben unterscheiden müsse zwischen der Gottesbeziehung, da ist der Mensch unfrei, und dem Weltverhältnis, da ist der Mensch frei. Das ist aber Quatsch. Die Pointe der Einsicht Luthers ist die, dass der Mensch frei und unfrei zugleich ist und in derselben Hinsicht. Das will ich jetzt versuchen zu erklären. Denn diese These, der Mensch ist frei und doch unfrei, ist ebenfalls keine fromme Sondereinsicht oder etwa eine Einsicht, die für die Theologie reserviert ist, auch keine akademische Kopfgeburt, die ein Theologe aus seinen verqueren Voraussetzungen herauskrampft, sondern es ist eine Einsicht in das Wesen der Subjektivität des Ich-Seins selbst. Denn das wissen wir alle, das wissen Sie auch. Wir können uns, wenn wir etwas wollen, nicht dazu bringen, es nicht zu wollen. Wir können uns, wenn wir von etwas überzeugt sind, nicht dazu bringen, nicht überzeugt zu sein. Bleiben wir beim Wollen. Als ich am vergangenen Sonntagabend über die vor mir liegende Woche nachdachte, da merkte ich, ich will am Donnerstag eigentlich nicht nach Hamburg fahren, um dort einen Vortrag zu halten. Das passt zeitlich gar nicht. Das ist aufwendig, Vortrag schreiben, hinfahren und morgen, Freitag, steht gleich nach der Rückkehr nach Berlin der nächste Termin an. Das ist einfach anstrengend. Ich will nicht. Aber im Allgemeinen sage ich ohne zwingenden Grund Vorträge nicht ab. Also stand ich heute Nachmittag am Bahnhof. Ich konnte mich zwingen, vorher den Vortrag zu schreiben. Ich konnte mich zwingen, zum Bahnhof zu gehen. Ich konnte mich aber nicht dazu zwingen, das gern zu tun, es also zu wollen. Ich tat es vielmehr widerwillig und daran konnte ich auch nichts ändern. Ich kann meinen Willen nicht ändern. Das geht nämlich gar nicht. Das Wollen machen wir nicht, sondern das Wollen stellt sich ein. Und das merken Sie daran, dass ich ja nun nicht hier bin und die ganze Zeit irgendwo motzend in der Ecke stehe und ein böses Gesicht mache oder so etwas, sondern Sie merken, ich fühle mich wohl. Und inzwischen freue ich mich, dass ich hierher gefahren bin und ich bin gerne hier. Dieses Wollen hat sich eingestellt. Das habe ich nicht gemacht, sondern das ist in mir entstanden. Nicht zuletzt beispielsweise durch die Freundlichkeit, mit der der Kollege Johannes Schilling mich empfangen hat. Ich kann mich nicht zwingen, etwas zu wollen, sondern das Wollen stellt sich von selber ein, eben beispielsweise durch die Freundlichkeit eines Menschen. Wir machen das nicht. Dasselbe gilt für Überzeugungen. Wenn wir wirklich von etwas überzeugt sind, dann sagen wir nicht nur, dass wir etwas eingesehen haben und jetzt sind wir überzeugt, sondern wir sagen, wir können gar nicht anders, als so zu denken. Und genau darum sagt ja Luther auch, als er vom Kaiser in Worms aufgefordert wird, seine Schriften zu widerrufen, nicht etwa, ich will nicht, sondern er sagt, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Das heißt, die Freiheit des Menschen, das ist ein Akt der Freiheit, dass er nicht widerruft. Und das ist ein Akt der Freiheit, dass ich jetzt hier bin. Aber diese Freiheit gibt es nur als gebundene Freiheit, weil wir diesen Willensakt, das Wollen selber, nicht in der Hand haben. Selbsterkenntnis ist das Zentrum der Theologie. Was ist der Mensch? Gewissen oder Herz oder Seele, die Instanz, die wir selber sind, die der Grund unserer Freiheit des Wollens ist und die doch nicht in unserer Hand liegt, die wir sind, die wir aber nicht beeinflussen können, diese Instanz. Das Gewissen ist frei, nicht zu beeinflussen, es ist in keines anderen Hand, aber das ist die entscheidende Einsicht, es ist dieses Gewissen, diese Innerlichkeit, dieser Wille auch nicht in unserer eigenen Hand. Wir sind von außen nicht beeinflussbar, durch Gegenstände oder so etwas, und in genau diesem Sinne sind wir frei als wollende und verstehende Wesen. Aber eben genau in demselben Sinne sind wir auch nicht die Herren unserer selbst oder Herrinnen. Auch in diesem Sinne gilt, wir sind frei zugleich und doch nicht Herren unserer selbst. Unser Wille, das heißt unsere Freiheit, denn Wille ist immer frei, ist unbeschadet seiner Freiheit, sonst wäre es kein Wille, unfrei. Unfreiheit des Willens heißt nicht, dass wir zum Sündigen gezwungen werden oder so etwas, sondern dass wir sündigen wollen und dass wir dieses Wollen nicht in der Hand haben, nicht ändern können.
Und wie gesagt, das ist keine theologische oder christliche These, sondern das ist menschliche Selbsterfahrung, die wir spätestens dann machen, wenn wir höflichkeitshalber, sind irgendwo eingeladen oder so etwas, ein Essen runterwürgen, um den Gastgeber nicht zu verletzen. Wir können uns zwingen zu essen, wir können uns auch zwingen, gute Miene dazu zu machen. Wir können uns aber nicht zwingen, das Essen zu mögen und in diesem Sinne zu wollen. Im Zentrum unseres Wollens haben wir uns selbst nicht in der Hand. Und deswegen bedeutet Gewissen eben diese Erfahrung, hier stehe ich und kann nicht anders. Und das ist nun das eigentliche Zentrum der Reformation, die Entdeckung Luthers. Im Zentrum des Christentums, sagt Luther, steht die Einsicht, dass dieses uns entzogene Zentrum des Menschseins, Wille, einer Verkehrung unterliegt und der Heilung bedarf. Und der heilende Umgang mit dieser prekären Freiheit ist nicht zu erreichen auf dem Wege des Zwangs oder der magischen Beeinflussung und auch nicht auf dem Wege der argumentativen Überzeugung oder durch den Befehl. Sondern zu erreichen ist diese Heilung nur durch eine Art pädagogischer Einwirkung auf den jeder Einwirkung und jeder Selbstbestimmung entzogenen Seelengrund, auf das Gewissen. Dieser Seelengrund wird dadurch verändert und erneuert, dass er seiner Unfreiheit ansichtig wird, schmerzlich ansichtig wird. Das ist die Wirkung des Wortes des Gesetzes, sagt Luther. Und dass dann umgekehrt sich dieser Mensch, der seiner Unmöglichkeit ansichtig geworden ist, sich als Gegenstand bedingungsloser Liebe erfährt und so der Sorge um sich selbst entledigt wird und fähig wird zu Selbstinteresse freier Liebe gegenüber dem Nächsten. Das ist die Wirkung des Zuspruchs des Evangeliums. Dass der Umgang mit dieser unfreien Freiheit, der zwangfrei zur Freiheit führende Umgang mit der menschlichen Subjektivität, das Zentrum des christlichen Glaubens, und die zentrale Aufgabe des kirchlichen Handelns ist, das ist die Einsicht der Reformation, die wir 2017 feiern. Und diese Einsicht ist auch das Lebenszentrum vieler gesellschaftlicher Selbstverständlichkeiten, die die Reformation auch dort hinterlassen hat, wo dieses Zentrum vergessen ist. Und das will ich Ihnen in einem letzten Schritt zeigen. Eine der Selbstverständlichkeiten, von denen wir leben, und die wir nur dann reflektieren, wenn ihnen widersprochen wird, ist die Religionsfreiheit. Jeder darf bei uns, um Friedrich II. Zu zitieren, nach seiner eigenen Fasson selig werden. Keiner darf ihm da reinreden, keiner ihn zwingen, keiner ihm Nachteile zufügen, weil er bestimmte, sei es religiöse, sei es weltanschauliche Überzeugungen unterhält und erst recht darf das der Staat nicht. Die Neutralität des Staates in religiösen Fragen ist zunächst wieder eine Errungenschaft der Aufklärung. Es ist John Locke, der in seinem Traktat A Letter Concerning Toleration, ein Brief über die Toleranz, 1685, also weit nach der Reformation, die Forderung erhoben hat, dass der Staat die religiöse Überzeugung und die religiöse Betätigung seiner Bürger vollständig deren Privatsache sein lassen muss. Nur die Grenzen des für alle geltenden Strafrechts schränken das Recht auf freie Religionsausübung ein. Die Religion wird von den nachaufklärerischen Staaten des Westens zur Privatsache erklärt. Jeder, wie er es für richtig hält, aber eben innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Rechts. Ich kann mich nicht auf meine Religionsfreiheit berufen, wenn ich jemanden umbringen will. Die Grundlage für diese Zurückhaltung des Staates gegenüber den religiösen Überzeugungen seiner Bürger geht aber auf Luther und genau auf diese Einsicht Luthers zurück, die ich eben formuliert habe. Glaube, sagt Luther, darf nicht nur nicht, sondern sie kann nicht, oder Glaube, er kann nicht erzwungen werden. Das ist eben die eben formulierte Einsicht in einer anderen Perspektive. Der Staat übernimmt sich, wenn er versucht, die Glaubensüberzeugungen seiner Bürger zu beeinflussen. Also Luther sagt nicht, der Staat darf das nicht beeinflussen, sondern er kann es gar nicht. Weil es einem jeden auf seinem Stichwort Gewissen liegt, wie er glaubt oder nicht glaubt, und weil damit der weltlichen Gewalt, also dem Staat, kein Abbruch geschieht, soll sie, wieder gemeint die weltliche Gewalt, auch zufrieden sein und sich um ihre Sachen kümmern und so oder so glauben lassen, wie man kann und will, und niemanden mit Gewalt bedrängen. Denn es ist ein freies Werk um den Glauben, zu dem man niemanden zwingen kann. Ja, es ist ein göttliches Werk im Geist, geschweige denn, dass man es durch äußere Gewalt erzwingen und schaffen kann.
Zum Glauben kann und soll man niemanden zwingen. Wohlgemerkt, man kann niemanden zum Glauben zwingen, weil eben Glauben zu dieser Innerlichkeit des Wollens und der Überzeugung gehört, die man von außen nicht beeinflussen kann. Das liegt nach Luther eben daran, dass der Glaube individuelle Gewissheit ist. Gewissheit kann man nicht erzwingen. Das klingt wieder merkwürdig, hatten wir eben schon. Das ist im Grunde genommen dieselbe Einsicht wie die, die wir im vorangehenden Schritt kennengelernt haben. Stellen Sie sich vor, noch einmal das Phänomen. Sie sind davon überzeugt, dass 2 und 2 gleich 4 ist. Das ist Ihnen evident, kann gar nicht anders sein. Und nun treffen Sie jemanden, der das ernsthaft bezweifelt. 2 und 2 ist 3. Reimt sich schließlich auch. Sie erklären, Sie diskutieren, aber der andere zweifelt weiter. Sie sind erbittert, und das ist verständlich. Seine Dummheit macht Sie rasend. Sie würden ihm am liebsten Ihre Ansicht einbläuen. Das ist ohne weiteres nachvollziehbar. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wollen Sie, dass der andere nur den Mund hält und Sie seinen saudummen Zweifeln nicht zuhören müssen. Das können Sie erreichen, wenn Sie stärker sind als der andere. Normalerweise wollen Sie aber in solchen Diskussionen mehr erreichen. Sie wollen nämlich, dass der andere es einsieht, dass 2 und 2 4 ist. Er soll es nicht nur einräumen und insgeheim anders denken, sondern er soll genauso denken wie Sie, genauso gewiss und sicher sein wie Sie, dass 2 und 2 gleich 4 ist. Diese Gewissheit können Sie aber nicht erzwingen. Der andere soll überzeugt sein. Dieses Überzeugtsein des anderen ist aber Ihrer Verfügung entzogen. Überzeugt sein kann man nicht erzwingen. Nicht? Und deswegen kann der Staat mit seinen Mitteln, eben mit den Überzeugungen seiner Bürger, überhaupt nichts erreichen. Das ist eine gänzlich neue Einsicht der Reformation, die wir eben schon hatten, und insbesondere Luthers. Ihm geht diese Einsicht daran auf, dass er selber an der Liebe Gottes zweifelt und sich daher mit der Frage befassen muss, wie eigentlich Zweifel überwunden wird. Und er begreift, Gewissheit entsteht, wenn mir etwas einleuchtet. Das klingt banal, das verweist aber eben genau darauf, dass Gewissheit nicht erzwungen werden kann. Ich verfüge über die Innerlichkeit des anderen nicht. Sondern Gewissheit entsteht in einem unverfügbaren Geschehen, das hatte ich Ihnen eben auch schon gesagt, in dem eine Überzeugung oder eine Einsicht mich innerlich ergreift. Wir können uns jetzt unglaubliche Mühe mit einer Predigt oder mit dem Konfirmandenunterricht oder mit einem Vortrag geben, eine wirklich überzeugende und ergreifende Abendmahlsfeier gestalten. Aber dass es dazu kommt, dass die Überzeugung, die wir haben, sich auf den anderen überträgt und in ihm Wurzeln fasst, das haben wir bei aller unserer Mühe, wie gesagt, nicht in der Hand. Der andere und sein Inneres, sein Gewissen, das ist uns entzogen. Es ist privat. Privat, von privare, lateinisch, berauben, entziehen. Etwas, was unserer Verfügungsgewalt und unserem Recht entzogen ist. Was für die Gewissheit im Allgemeinen gilt, gilt eben mehr noch für die religiöse Gewissheit und für den religiösen Glauben. Er ist nicht menschliches Werk, nicht menschliche Leistung, sondern, sagt Luther, Werk Gottes in uns. Dieser Satz, die Gedanken sind frei, ist keine Folge der Aufklärung, sondern steht ausdrücklich schon bei Luther. Die Gedanken sind zollfrei, so schreibt er eben in seiner Obrigkeitsschrift. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir die Freiheit der religiösen Überzeugung und damit des Gewissens anerkennen, stellt uns nicht nur in die Wirkungsgeschichte der Aufklärung, sondern letztlich der Reformation, der Einsicht, dass die menschliche Innerlichkeit von außen nicht beeinflussbar ist, die ich Ihnen vorhin erläutert habe. Dass jetzt die Theologen der Reformation und deren Landesherren diese Einsicht in die Unvertretbarkeit und Unverfügbarkeit der Gewissheit und des Glaubens nicht so umgesetzt haben, dass sie die religiöse Pluralität zugelassen hat, das wissen sie alle. Unbeschadet seiner Überzeugung, dass der Glaube nicht erzwungen werden kann, ist Luther doch nicht der Meinung, dass eine Obrigkeit jeder religiösen Überzeugung gegenüber und erst recht nicht, dass die Obrigkeit jeder religiösen Praxis gegenüber tolerant zu sein hat. Gewiss kann die Obrigkeit niemanden zum Glauben zwingen, sagt Luther, aber sie kann die Bürger, und zwar notfalls mit Gewalt, daran hindern, dem nach Luthers Meinung wahren Glauben öffentlich zu widersprechen. Und in seinen späten Judenschriften lebt Luther diese Überzeugung von der Pflicht der Obrigkeit auch aus. Die Obrigkeit hat den wahren Glauben zu schützen und daher die Juden zu vertreiben, wenn sie ihm widersprechen. Die Vorstellung einer politischen Gemeinschaft, die auch durch einen Glauben geeinigt ist, einen äußerlich bekannten Glauben geeinigt ist, diese Vorstellung hat die Reformation nicht beseitigt. Es ist dann der Fürst, der nach seiner Einsicht diese religiöse Einheit durchsetzen muss. Das Recht, das er nach Meinung Luthers aber den Angehörigen aller christlichen Überzeugungen einräumen muss, ist das Recht,
in ein Territorium auszuwandern, in dem sie ihrem abweichenden Glauben leben können. Das Jus emigrandi, Recht auszuwandern. Das ist nicht selbstverständlich, das ist ein Fortschritt. Denn in der frühen Neuzeit gab es kein Recht auf Freizügigkeit. Der Landesherr entschied, ob jemand auswandern durfte. Soweit also setzt sich die Achtung vor der Unvertretbarkeit der Überzeugung durch, bis hin zum Recht eben auf Auswanderung, das dann im Augsburger Religionsfrieden 1555 auch in der Tat juristisch festgelegt wird. Das ist nur ein kleiner Schritt. Aber es ist ein erster Schritt und dieser Schritt führt auf den Weg zur Anerkennung einer Vielfalt von religiösen Überzeugungen und dazu, dass der Staat sich von der Aufgabe zurückzieht, für die religiöse Überzeugung seiner Bürger zu sorgen. Das Zusammenleben wird weltlich, verliert seine religiöse Grundlage, weil Religion und die letzten lebensbegründenden Gewissheiten dem Zugriff jedes Äußeren und damit eben auch dem Zugriff des Staates entzogen sind. Im Zentrum der reformatorischen Theologie, zusammengefasst, steht der Mensch und stehen Einsichten über den Menschen, dass der Mensch frei ist, dass diese Freiheit die Einsicht einschließt, dass er auch sich selbst entzogen ist, sich selbst nicht bestimmen kann, dass der Umgang mit dieser unfreien Freiheit, der zwangfrei zur Freiheit führende Umgang mit der menschlichen Subjektivität, das Zentrum des christlichen Glaubens und die zentrale Aufgabe des kirchlichen Handelns ist, das ist die Einsicht der Reformation, die wir 2017 feiern. Und das ist eben auch die Einsicht, die in der Überzeugung von der Religionsfreiheit, von der Freiheit des Gewissens gegenüber dem Staat weiterlebt, die Einsicht, dass hier mit der menschlichen Freiheit ein Raum des Privaten, des Einflusses von anderem Entzogenen gegeben ist, in das eben andere Menschen und in das die Gemeinschaft und der Staat, den diese Gemeinschaft sich gibt, nicht nur nicht eingreifen darf, sondern gar nicht eingreifen kann. Denn in diesem Inneren regiert nicht der Mensch, weder ich selbst noch natürlich ein anderer, sondern in diesem Innersten gehört der Mensch, ob er es wahr hat oder nicht, einem ganz anderen. Vielen Dank.